Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Village und immer noch eine leicht Gänsehaut haben denn Dragner. 0408, schauen wir mal, ob das schon langt. 04. Gibt es hier Buchstaben auch? Nein. Keine Buchstaben. 0408, dann fehlt aber noch irgendwas wahrscheinlich. Null vier, null sieben, null acht wahrscheinlich. Hä? Null vier, null sieben, null acht. Ja, ist die Frage. Wie rum muss man die eingeben? Ach so, 07, 04, 08 wahrscheinlich von links nach rechts. Haha. 07, 04, 08. Ah, wäre jetzt peinlich gewesen. Ich feiere mich schon so. Yippie! Und dann wäre es gar nicht gegangen. Eine neue Pistole. Und nimmst du das noch? Ein Traktor. Was ist denn hier noch? Chemikalie. Okay, wir schauen uns gleich hier noch ein bisschen weiter um. Werkstatt haben wir gelootet. Wir haben eine neue Pistole. Eine vollautomatische Pistole. Und eine halbautomatische, okay. Bewegen. 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 So, jetzt ist das Ganze mal ein bisschen besser aufgeräumt. Okay, das heißt, wir bräuchten jetzt aber im Idealfall auch noch ein bisschen Pistolenmunition. Haben wir nicht? Egal, dann legen wir die Pistole. Kann ich die entladen irgendwie? Egal, ich würde die Pistole hier ...160 Schaden, Feuerrate, Nachladungsschwimmmagazin, 160 Schaden und die andere hat ...170 Schaden, okay. Wir legen uns auf jeden Fall die vollautomatische mal hier hin. Spielen aber erstmal weiter mit der Shotgun, da haben wir nämlich am meisten Munition. Okay, das war es aber anscheinend wirklich schon hier. Okay, wir können. Okay, zwei sind hier. Hallo. Da ist noch einer. Noch einer. Jetzt sind sie hinter mir, glaube ich. Juhu. Juhu. Ja, komm her, komm her, komm her. Ich habe was für dich. Hier. Ich habe gehört, du magst es ganz gerne. Nochmal. Okay, kein Problem. Okay, wir haben jetzt hier noch den Traktor. Hier bei dem Brunnen haben wir immer noch nichts. Und hier sagt... Ah, da oben. Flintenmuni. Immer nur Flintenmuni.
Wobei, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht. Eigentlich ist mir das sowieso die diebste Waffe. Bei am meisten Wumms. So, hier. Wagenheber. Du wirst jetzt aber nicht, dass ich da unten durchkletter, oder? War klar. Weil wir haben uns jetzt eine Abkürzung geschafft. Wir hätten doch einfach auch durch das Haus durchgehen können. War klar, dass das nicht funktioniert. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, hier. Was nochmal? Und schon ist die Munition gleich wieder weg. Okay, hier vorne müssten wir nach links. Hier ein Fenster rein. Ohrbombe. Immer. Von der anderen Seite verschlossen. Oben ist auch einer. Guten Tag. Guten Tag. Ja, schau mal. Hast noch einen Schuss. Und noch einen. Nochmal. Sag mal. Du hältst aber echt aus. Okay. Ja. Nein, was bist du? Was bist du für einer? Okay. Können wir das so machen? Ausrüsten. Natürlich steht er wieder auf. Mann? Ja. Okay, dafür ist jetzt die gesamte Flintmuni weg. Haben wir langsam ein Munitionsproblem. So, okay. Roter Schornstein? Nee, oder? Habe ich jetzt überhaupt nicht mehr aufgepasst. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, Gärtner des Hauses Benvenito. Okay. Schlüssel liegt also auch schon wieder woanders. Pistolenmuni, sehr schön. Flo. Dietrich. Mm. Wow. Möchtest du jetzt nicht mal sterben? Madalina, Körper. Haben wir alles, ja.
Können wir schnell schauen. Können wir irgendwas herstellen? Arznei kann man herstellen. Machen wir auch mal. Zweimal sogar. Pistolenmuni. Schrotflinte kann man herstellen. Pistolenmuni auch nochmal. Das war's. So, hier hat man noch den miedereisernen Schlüssel. Nochmal Flintmuni. Brunnenkurbel. Jawoll. Ich glaube, jetzt geht's irgendwie weiter, hä? Jetzt, glaube ich, geht's irgendwie weiter. Reicht da schon? Nein. Jetzt frage ich mich, hat es hier irgendwas mit diesen Hühnern auf? Frage ist, lohnt sich das? Großer Kristall auf dem Klo. Wir lassen es jetzt mal mit dem einen Hühnchen. Erstmal schauen, ob sich das überhaupt lohnt. So, nächster Durchgang. Hier geht es noch rein. Von der anderen Seite verschlossen. Aber es ging auch noch auf das Hausdach hinauf. Hier ist nichts anscheinend. Komm mal, vielleicht kommen wir ja von oben rein. Roter Schornstein. Roter Schornstein. Hier war irgendwas. Guten Tag. Was haben wir denn hier? Oh Gott. 1. Februar habe Mutter Miranda 2 Ziegen geopfert. 3. Februar habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizinwerkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, gut. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war Schauder. Die ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da. Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen, aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Dann hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte... Das ist das ausgewählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der 4 einen Teil des Kristalls in eine Art Fläschchen und sie verschwand. Ich vergaß völlig, mich vor der Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses? Ah, okay. Ich habe ein weiteres Teil des Schlüssels gefunden. Jetzt haben wir einen... Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Er hat doch hier irgendwas gemacht. Oder unten ist noch eine Leiche. Jetzt haben wir den 4er-Schlüssel. Aber wir haben noch mehr Aufgaben. Wir können jetzt Brunnen untersuchen. Wir können jetzt Brunnen untersuchen.
Also das erste Mal, glaube ich, gehen wir jetzt trotzdem schnell zurück mal zum Duke. Ich würde gerne speichern. Oder wir haben hier direkt einen Brunnen. Den gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Also. Was passiert? Geschnitzter Kopf. Okay, habe ich wieder eingesackelt. Wobei, wir könnten auch noch mal hier runtergehen. Hier haben wir Brunnen und Dietrich. Wir haben Brunnen und Dietrich. War aber, wo es hier nicht lang ging. Aber wir kommen ja jetzt halt hier durch. Hier. Da ist nix. So, und zwar war das hier drinnen. Hier, wo im Dorf für uns alles begann. Du blöde Sau. Ich bin jetzt erschrocken. Oder bin ich jetzt erschrocken? Was ist da drin? Gimmi, gimmi. Scharfschützen. Munition. Okay, der Schwein war auf jeden Fall vorne hier noch nicht da. Also es hat sich ein bisschen was an sich auch geändert hier. Und hier hatten wir schon, hatten wir die Tür schon mal offen. So, was haben wir hier drin? Dietrich. Hat sich gelohnt. Okay, hier haben wir fertig gejagt, oder was? Wild durchgestrichen. Den anderen ist es aber nicht durchgestrichen. Heißt es, wir müssen das jagen? Da hinten war die Tür zu. Jetzt wissen wir auch, warum wir hier durchkrabbeln mussten, quasi. Probieren wir jetzt natürlich einfach aus. So. Jetzt hier durchgestrichen? Ja. Durchgestrichen. Warte, mit der Tür hier vorne. Also hier links gleich. Warte durch? Nein. Hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir wahrscheinlich durch das Haus. Entweder durch das Haus hier. Guck mal auch noch hin. Also hier war ja auch noch irgendwas. Aber das war das, was wir nicht gefunden haben. Kommen wir hier... Moment, Moment, Moment. Müssen wir hier vielleicht von außen noch irgendwo... Kann das sein? Schaut so aus, als wenn das noch ein Stockwerk drüber hätte. Wenn wir bestimmt auch irgendwie rankommen. So, jetzt einmal hier durch, hier raus. Nochmal hier runter, wo der Assassin oder was das war, gerade eben war. Ja, und eigentlich
dieses Haus hier rein. Kommen wir aber so nicht rein anscheinend. Da kommen wir so nicht rein. Okay. Das hat jetzt mal alles erledigt. Hier bei dem Brunnen ist ja noch das Haus. Können wir auch noch mal reinschauen? Laufe ich mich gerade? Müssen wieder durch das Haus durch. Hier. Zack. Zack. Recht. Hier rein. Hier ist noch was, was wir nicht gefunden haben. Wie gibt's? Munition. Okay, das war es aber nicht. Waren wir überhaupt in dem Haus schon mal drin? Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außen rum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre? Wenn ich nicht bis morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine zu Luisa. Oder so ähnlich. Ata. Weberei. Ja, ich glaube doch, wir waren hier schon mal. Ah ja, gerade eben. Aber er sagt, hier ist auch noch was versteckt. Aber wo denn? Nehmen wir das. Okay. Dann schauen wir mal, was das jetzt hier mit den Zutaten für eine Bewandtnis hat. Natürlich war das nicht hier. Eine Orientierung via Depp. Ja. So, Ackelschorsch. Ja, und? Etwas herausgefunden? Schauen wir mal. Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Meine auseinandergeschnitzte Tochter insgesamt. Finden. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? War klar. Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die vier Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die gibt's nicht mehr. Die zweite lebt tief im Nebel des Tals. Oh. Die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der dritte ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Alle anderen sind nicht sonderbar. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der vierte und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Das stimmt. Oh. Waffe in der Wassermühle. Maestros Sammelstück. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden.
Das habe ich verstanden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Dankeschön, sehr freundlich. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Ja. Lass dich bald mal wieder blicken. Wahrscheinlich ist das Dimitrescus Ehemann, nee, nicht Dimitrescus, der von der Madame, hier von der Obermadame. Mama. Der führt einen perfiden Plan aus. Da kommen wir überall nicht rein. Hinten. Okay. Dann könnten wir jetzt speichern und nochmal zu dem Plan da hinten gucken. Ich habe was zum Verkaufen, glaube ich. Was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Wertvoll kombinierbar. Okay, dann verkaufen wir erstmal die zwei Sachen. Ein ehrlicher, fairer Tausch. Euterfisch, Wild und Geflügel. Können wir kochen. Mal kochen. Machen wir jetzt einfach mal. Ah, danke. Ach, jetzt hat Geflügel. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Da fehlt aber noch eins. Da fehlt noch eins. Zu hungern heißt zu leben. Flinte, Tiefbärenrohr. Größeres Magazin für die neue Waffe. Kaufen wir mal. Das hat er jetzt automatisch in die Lemmy rein. Da wollte ich es aber eigentlich gar nicht drinnen haben. Hier wollte ich es eigentlich drinnen haben. Aber das ist auch nur für die Lemmy. Na toll, wieder umsonst Geld ausgegeben. Eigentlich wollte ich ja hier verbessern. Egal. Wir behalten mal beide Waffen. Danke für deine Treue. So, dann. Oder ich speichere es einfach nicht und wir machen es das nächste Mal nochmal und ich spare mir das Geld. Weil an der Stelle würde ich jetzt einfach die Folge beenden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.